Der Big Box Allgäu Backstage Report. Präsentiert von TV Allgäu Nachrichten. Brandneu bei uns gibt es ab sofort einmal im Monat den Backstage-Report. Wir begleiten Künstler, die hier in der Big Box auftreten oder bereits aufgetreten sind. So wie Videlli. Das ist die erste Band, die wir porträtieren. Und gleichzeitig haben wir einmal einen Blick hinter die Kulissen geworfen. Ein bisschen verloren sehen sie schon aus, die Besucher der Big Tour in der Big Box Allgäu. Kein Wunder, immerhin ist die Big Box die größte Veranstaltungshalle im Allgäu. Bis zu 9000 Leute passen hier rein. Bei der Führung dürfen die Besucher ins Innerste der Big Box vordringen. Wir möchten damit einfach bezwecken, dass wir den Leuten draußen auch mal das Innere der Big Box zeigen können. Einfach, wie läuft es hinter den Kulissen ab, wie läuft es vor den Kulissen ab. Die Leute draußen haben oft keine Vorstellung, was muss man da alles machen, was steckt da alles dahinter. Und das ist einfach so eine Möglichkeit, wo wir den Leuten einfach zeigen, was geht hier ab. Die Besucher erhalten Einblicke in die Organisation im Hintergrund, dürfen aber auch mal dahin gehen, wo sonst niemand ist. In einer Höhe von 17 Metern wird einem schon leicht mulmig zumute. Hier befindet sich der sogenannte Catwalk, an dem die gesamten Scheinwerfer aufgehängt sind. Und natürlich darf man bei der Führung auch in der Künstlergarderobe ein bisschen Starluft schnuppern. Ja, also generell ist es so, dass die Künstler ja echt immer lang unterwegs sind und man muss das schon verstehen, wenn die jetzt sagen, na, ich möchte das oder das, damit ich mich einfach wohlfühle. Es gibt natürlich verschiedene Geschichten, zum Beispiel Eros Ramazzotti wollte italienisches Fernsehen. Da haben wir halt schnell ein Kabel gelegt und die Satellitenschüssel verrückt, damit er sein Fußballspiel anschauen kann. Es gibt eben Sachen für die Menschen auch, die denen sehr wichtig sind und die sie trotzdem nicht verpassen möchten, auch wenn sie länger auf Tournee sind und so lange nicht zu Hause sind. In der kleineren Kultbox treffen die Besucher dann auf die Band Videlli, die dort gerade ihren Soundcheck hat. Die australische Band besteht aus Michael Videlli, Rick Whittle und Leigh Miller. Das Trio hat sich ganz dem Boogie- und Bluesrock verschrieben. I think it's real music and it allows you to. Ich finde, dass das wahre Musik ist. Bluesrock erlaubt uns, bei den Konzerten zu improvisieren. Jedes Mal, wenn wir spielen, mag die Struktur des Songs die gleiche sein, aber wir können sie trotzdem jede Nacht anders spielen. Manchmal verändern wir den Bass, dann wieder die E-Gitarre. So wird es nie langweilig. Bluesrock ist einfach sehr spontan und das gibt der Musik so eine besondere Energie. Gegründet hat sich Videlli 1997. Rick und Michael kannten sich schon davor und sind seitdem immer der feste Kern der Band geblieben. Yeah, I've always been a musician since I finished school. Ja, ich war schon immer Musiker. Seitdem ich mit der Schule fertig bin, ist es mein Job. Ich habe nie wirklich daran gedacht, etwas anderes zu machen. Und ich dachte mir nie, ich will ein Musiker sein. Ich bin einfach einer. Auf ihrer derzeitigen Tour stellen sie ihre neue CD Never Going Back vor. Es ist bereits ihr 14. Album. CD is very raw, rock, blues rock, but a bit more rock than our past CDs. Die CD ist dieses Mal rockiger als die anderen Alben. Ich finde, dass das Album einfacher ist, einfach so, wie das Leben ist. Ich denke, das haben wir ziemlich gut hinbekommen. Die CD ist rau und schlicht, nicht so hochtrabender Kram. Einfach ehrlicher Bluesrock auf dem ganzen Album. Fancy stuff, just straight blues rock and that's the feeling through their whole album. Never going back. Dieselben Fehler nicht zweimal machen, sondern sich vorwärts bewegen. Und vor allem nicht zurückschauen. Auf der Internetseite www.tv-allgäu.de gibt es auch alle Beiträge vom Backstage Report. Und bei uns, da können Sie jetzt noch etwas gewinnen. Und zwar gibt es 3x2 Karten für das Beatles-Musical All You Need Is Love. Das findet in der Big Box am 20.03. statt. Also ganz schnell eine E-Mail schreiben an backstage@tv-allgäu.de. Das Los entscheidet und jeder kann mitmachen, der mindestens 18 Jahre alt ist. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Big Box Allgäu Backstage Report. Präsentiert von der Big Box Allgäu. Alle Events und alle Veranstaltungen gibt es auf bigboxallgäu.de.